Hallo, meine Lieben. Wie ich euch versprochen hatte, zeige ich heute in meinem Video, wie der kleine Geist gehäkelt wird. Das geht ganz schnell und ziemlich einfach. Und außer einem Rest weißer Wolle, die etwas stärker ist für eine Nadel 4 bis 5, und zwei Augen, ob Strasssteine oder schwarze Perlen oder Knöpfchen, braucht er eigentlich nichts. Noch eine Nadel zum Vernähen und eine Schere. Und dann würde ich sagen, wir legen einmal los. Für den Geist häkeln wir einen halben Kreis. Dazu fangen wir an wie mit einem Kreis, vier Luftmaschen, mit einer Öse schließen, zwei Luftmaschen und acht feste in diesen Ring. Eins, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe auch eine kleine Häkelschule, da wird das ganz einfach erklärt, wie man eine Öse oder einen Ring, eine Rundung häkelt. So, jetzt haben wir den Anfang. Jetzt machen wir zwei Luftmaschen und machen in jede Masche zwei feste Maschen. Also ihr könnt, egal welches Garn ihr zu Hause habt, ob jetzt ein Baumwollgarn oder ein Acrylgarn, einfach einen Rest genommen, das funktioniert ganz gut. Also in jede Masche kommen jetzt da zwei feste bis auf die Hälfte. Immer zwei in jede Masche. Wir müssen jetzt zunehmen, damit das immer größer wird. So, und beim Kreis würden wir rundherum häkeln und beim Halbkreis natürlich nur bis zur Hälfte. So, ihr seht, wir haben schon die Hälfte. Wir machen zwei Luftmaschen. Und wie beim Kreis müssen wir auch hier regelmäßig zunehmen. Das heißt, hier wieder eine feste, dann zwei in die nächste. Eine feste. Zwei in die nächste. Eine feste, zwei in die nächste. Eine feste, zwei in die nächste. Eine feste, zwei in die nächste. Dann nur noch eine. Wir machen zwei Luftmaschen. Und drehen. Und seht ihr, haben wir schon einen Halbkreis gehäkelt. Das braucht man dann auch, wenn man Muscheln häkeln will oder halbe Blüten. Das ist immer ganz gut, wenn man weiß, wie es funktioniert. So, jetzt müssen wir 1, 2 feste Maschen und in die nächste 2. Wir nehmen ganz, ganz regelmäßig zu, wie beim Kreis auch. 1, 2, dann wieder 2 in die nächste. 1, 2, 2 in die nächste. 1, 2, 1, 2, 2 in die nächste. 1, 2, 2 in die nächste. 1. Halbkreis ist größer. Eine Luftmasche. So, dann in die nächste. Jetzt nehmen wir nicht zu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und jetzt 2. 1, 2. 1, 2. Und hier 2. 1, 2, dann zählen wir uns auf der anderen Seite 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also kommen hier 1, 2. Und die 6 lassen wir offen. So, einmal drehen. Und dann zirkeln wir. Eine freilassen. Dann 1, 2, 3. Zwei Stück.
Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Zwei Stück. Eins, zwei. Wir zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hier noch eine. Nur die Öse und durchziehen und wir drehen. So, dann lassen wir die erste frei und machen in die zweite eine feste. Eins, zwei, drei und zwei. Eins, zwei. Dann eins, zwei, drei, zwei. Eins, zwei. Dann eins und in die nächste gehen wir hinein, ziehen uns nur eine Öse, ziehen sie fest und drehen. Die erste nehmen wir nicht, die zweite nehmen wir. Eins, zwei, drei, jetzt zwei, eins, zwei, eins, zwei, drei, zwei, eins, zwei, eins, zwei, keine feste, sondern nur eine Öse, durchziehen, drehen. Die erste häkeln wir nicht, wir nehmen die zweite. Eins, zwei, drei, jetzt zwei, eins, zwei, die nächste auch zwei, eins, zwei und häkeln eins, zwei, drei. Und in die eine Öse festziehen. Drehen. Erste nicht, zweite. Eins, zwei, drei, jetzt zwei, eins, zwei, die nächste auch zwei, eins, zwei und eine. Das ist die Grundlage von unserem Geist. So, jetzt häkeln wir einmal rundherum. Wenn wir das sehr ordentlich wird. Wir benutzen jede Masche und machen unten noch ein bisschen ausgefranst, zackig. So. Einmal rundherum, bisschen lockerer häkeln. So. Jetzt sind wir gleich an der Ecke und dann machen wir unsere Spitze. So, wir sind an der Ecke. Jetzt haben wir eine feste hineingemacht. Jetzt machen wir ein Stäbchen hinein. Das ist auch in der Häkelschule gezeigt. Ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. Und festgezogen mit einer festen Masche. So, jetzt gehen wir weiter in die Mitte. Eins, zwei. So, und dann gehen wir hier hinein. Ein Stäbchen, ein Doppelstäbchen durch die erste, durch zwei. So, jetzt ein Stäbchen und wir machen mit einer festen wieder fest. So, eine feste, zwei feste, drei feste. Wir sind an der Ecke. Wir machen ein Stäbchen. Wir machen zwei Luftmaschen. Eins, zwei. Wir machen noch ein Stäbchen. Zwei, runtergerutscht. So, und machen noch eine feste hier rein. So, dann häkeln wir bis zur Kopfmitte. Nach oben. Gerade mit dem Umhäkeln wird es dann wirklich nochmal richtig ordentlich und es peppt das Ganze auf. Jetzt sind wir gleich in der Kopfmitte. So, gleich sind wir oben, weil dann können wir nämlich gleich den Faden da nehmen
um anzuhäkeln. So, wir sind oben. So, das schneiden wir jetzt etwas großzügiger ab und ziehen den Faden nur durch die Öse durch. So, das wäre es unser Geist. Dazu habe ich Strasssteine als Augen. Ich finde auch mal lila ganz schön. Aber natürlich könnt ihr auch schwarz nehmen, ihr könnt rot nehmen, was ihr zu Hause habt, auch mit Perlchen oder Knöpfchen. Die würden jetzt angenäht werden, meine. Wer nur Steine hat, kann sie ruhig mit Heißkleber ankleben. Und dann wäre der Geist fertig. Und in einem nächsten Video, wenn ihr Lust darauf habt, dann zeige ich euch diese coolen Windlichter, die man nicht nur zu Halloween oder zu einer Geisterparty benutzen kann, sondern auch ganz, ganz edel mit vielen Kristallsteinen und Perlen zu einer extrem edlen Tischdeko. Und das wäre mein Vorschlag heute für euch. Ein kleiner Geist häkeln für die nächste Horrorparty. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und wenn ihr sagt, das fand ich cool und es hat mir gefallen, einen Daumen hoch, das wäre echt klasse von euch. Ich danke euch und einen wundervollen Tag. Ciao.